Im Vertrag von Margus 434 versprachen Bleda und Attila, sich ins Barbaricum zurückzuziehen. Sie bekamen Geld und forderten Geiseln. Bleda und Attila gelang es, ihre Herrschaft zu konsolidieren. Ein hunnisches Reich jenseits der römischen Grenzen kam den Römern auch gelegen. Immerhin war damit dieses Gebiet beherrscht. Die wandernden Stämme konnten unter Kontrolle gebracht werden. In den folgenden Jahren sind die Nachrichten über die Hunnen wieder einmal spärlich. Zu Beginn der 1440er Jahre kam es zu neuen Spannungen an der Grenze. Sicher auch, weil die römischen Zahlungen an die Hunnen ausblieben. Die Hunnen brauchten aber umgekehrt diese römischen Geschenke für die Aufrechterhaltung ihrer Herrschaft im Rahmen der Umverteilung dieser Leistungen. 441 kam es zu einem Kriegszug Bledas und Attilas am Balkan. Danach werden die Zahlungen von römischer Seite wieder aufgenommen. Nachdem die Zahlungen 444 bereits wieder eingestellt wurden, blieb die Lage angespannt. Es kam allerdings nicht zum Krieg. Vielmehr tötete Attila Anfang 445 Bleda. Kurz darauf berichten die Quellen, dass Attila vermutlich vom weströmischen Kaiser den Titel eines Heermeisters erhalten habe. Historiker vermuteten schon in der Antike, dass nun dieser Tribut als Gehalt getarnt wurde. Die Zahlungen Ostroms blieben hingegen aus, was zum Krieg führte. 447 gelang es Attila, durch Feldzüge Ostrom massiv unter Druck zu setzen. Es gelang ihm sogar, bis in die Nähe von Konstantinopel vorzudringen. Im sogenannten Anatoliusfrieden musste der ausstehende Tribut gezahlt werden. Zukünftige Zahlungen wurden sogar noch erhöht. Als zusätzliches Druckmittel konnte Attila eine Bufferzone an der Grenze durchsetzen. In dieser Bufferzone an der Grenze durften römische Truppen nicht operieren. Damit hatte Attila jederzeit Zugriff auf die Balkanprovinzen. Zahlreiche Städte in diesem Gebiet wurden nun zerstört und wurden nicht mehr aufgebaut. Trotzdem war Attila auch nach diesem Unternehmen angeschlagen. Die Truppen waren erschöpft. Immerhin war Belagerung und Eroberung von Städten nicht die gewohnte hunnische Kampfweise. Allerdings gelang es, Attila Schrecken zu verbreiten. Nun musste er ernst genommen werden. Trotzdem war er keine tödliche Gefahr für das Oströmische Reich. Auf eines konnte man sich in Konstantinopel immerhin verlassen. Die Mittel der Barbaren waren begrenzt, vor allem wenn sie aus der Steppe kamen. Das Hunnenreich unter Attila war kein gentiles Königreich wie bei den Germanen. Kein Anführer hatte es je geschafft, über alle Hunnen zu herrschen. Attila ist diesem Ziel auch nur nahe gekommen und hat es nicht erreicht. Die Hunnen haben es nicht geschafft, eine Stammesbildung einzuleiten. Vielmehr blieb es ein lockerer Verband von Stämmen. Viele dieser eingegliederten Stämme haben auch den Untergang des Attila-Reiches überlebt, zum Beispiel die Gebiden oder auch die Ostgoten. Das Attila-Reich ist also eher als eine Kriegerkoalition zu verstehen. Und diese Kriegerkoalition hat so lange Bestand, solange auch das Kriegsglück eintritt. Wenn also Beute und Prestige eingebracht werden, dann bleibt diese Kriegerkoalition aufrecht. Viele der unterworfenen Völker wurden so lange bedrängt, bis sie sich zu einer Koalition bereit erklärten. Wollten oder konnten sie das nicht, mussten sie weichen und ins Römische Reich abwandern. Dort konnten sie dann geschickt verhandeln und eigenständige Reiche auf römischem Boden gründen. Wer sich nicht zwischen Hunnen und Römern entschied, sich einem der beiden unterwarf, wurde aufgerieben. Darin lag auch der Vorteil für Rom und Konstantinopel. Die Hunnen
stabilisierten schlussendlich den Raum nördlich der Donau. Die hunnische Herrschaft strukturierte das Gebiet und entlastete damit die Politik des römischen Imperiums. Überraschungen an der Nordgrenze waren damit relativ gering. Umgekehrt entzog das aber Rom wieder die barbarischen Söldner, auf die man so dringend angewiesen war. So war das Reich im 5. Jahrhundert kaum mehr imstande, erfolgreich Kriege zu führen. Das traf vor allem die Situation in Gallien, wo die Barbaren auch hineinströmten. Attila propagierte auch etwas, das für das Mittelalter charakteristisch wird. Es ist die Gefolgschaft und damit die Macht über Menschen und nicht über Territorien. Seine Verfügungsgewalt reichte sogar in das Römische Reich hinein. Auch wenn sie unterschiedlicher Herkunft waren, galten sie als Hunnen. Viele zeichneten sich gerade dadurch aus, dass sie in beiden Sphären, in der römischen genauso wie der hunnischen, existieren konnten. Das drückt sich schließlich auch in der Vermischung von Grabbeigaben aus.